Er ist 38, stürmte vor einigen Jahren noch in der LT1 Oberösterreich-Liga, war bereits Ried Co-Trainer unter Thomas Weißenböck und Gerald Baumgartner, betreute zuletzt den FAC in der zweiten Liga und ist nun Cheftrainer der Wikinger in der Bundesliga. Ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren immer riesengroße Sprünge gemacht. Ich war vor 5 Jahren noch in der B-Lizenz, war vor 5 Jahren noch in Weißkirchen als Spieler tätig und bin einfach jetzt aus den letzten 5 Jahren aus der B-Lizenz in die Pro-Lizenz und aus Weißkirchen, aus der Oberösterreich-Liga, jetzt als Trainer in die Bundesliga. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schnell gegangen ist, aber ich habe auch dieses Tempo halten können, sonst wäre ich jetzt nicht in dieser Position. Und ich habe keine Angst, ich habe den größten Respekt vor jedem Gegner. Durch seine junge, vor allem aber auch positive Art soll er den Verein mitreißen, alle ins Boot mitnehmen, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Mitarbeiter, die Akademie, die jungen Wikinger, das Trainerteam. Und soll so wieder für diesen Teamgeist sorgen, der uns zum Erfolg bringen wird. Für Miron Muzic ist die SV Ried eine Herzensangelegenheit, verrät er bei der Antrittspressekonferenz. In der jetzigen Situation passe er perfekt zur SV Ried, ist auch der Geschäftsführer überzeugt. Wir haben ein Trainerprofil erstellt, gemeinsam mit auch der Strukturplanung, die wir haben, mit geplanten Kaderstrukturen in Zukunft. Und dazu haben wir uns eine Gruppe von Trainern, die wir glauben, die das am besten erfüllen. Und da war von Anfang an Miran Muzic in dieser Gruppe. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ein emotionaler Trainer und versuche auch die Mannschaft und die Jungs und das ganze Team einfach zu emotionalisieren. Ich glaube, das kann Kräfte freisetzen, das kann auch vielleicht Kräfte, die irgendwo in der Reserve waren, nochmal, da können wir nochmal anknüpfen an das. Und das ist mein Zugang, das was die letzten Jahre zu dieser Motivation und Inspiration gehört, aber trotzdem eine klare Idee, ein klarer Plan und den haben wir uns jetzt zu Recht einmal gezimmert und erarbeitet die letzten Tage, auch wenn die Zeit sehr, sehr kurz war. Und den gibt es jetzt von Tag 1 jetzt auch sofort dann umzusetzen. Gerhard Schweizer, der zuletzt den zwischenzeitlich erkrankten Ex-Trainer Gerald Baumgartner vertreten hatte, gehört dem Rieder Trainerteam nicht mehr an. Es hat sich letztendlich dann beim Gerhard nicht ergeben, aus privaten beruflichen Gründen. Und die Entscheidung, die Co-Trainer-Entscheidung muss immer das neue Trainerteam treffen. Und da ist die Wahl des Co-Trainers auf Christian Heinle gefallen. Der wird aber auch weiter die jungen Wikinger in der Regionalliga Mitte betreuen. Und die SV Ried hat vor allem ein großes Ziel. Das ist der Klassenerhalt und das ist klar definiert. Über das brauchen wir eigentlich nicht reden. Das ist aufgelegt. Über irgendwelche Bonusplatzierungen machen wir uns jetzt im Moment keine Gedanken. Heute 15 Uhr war Trainingsbeginn schon am 23. Jänner der Restart mit einem Heimspiel gegen die Wiener Austria.